Ja, 18 Uhr, wunderschönen guten Abend und willkommen zu dem heutigen Webinar, die Algo-Schule Trades automatisiert ausführen. Diese Webinarreihe wird von unserem Partner AlgoCamp und FX Flat präsentiert. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Freue mich immer, dass so viele Teilnehmer anwesend sind, besonders zu diesem Thema. Und bevor ich heute jetzt zu dem Geschäftsführer von AlgoCamp, Herrn David Varney, rüberschalte, noch ein, zwei Infos, wo Sie die Aufzeichnung finden werden. Wir hatten ja bereits zwei Teile. Und dann hier einmal ganz kurz unter Training Videos. Da finden Sie auch eine eigene Rubrik für AlgoCamp. Und entsprechend werden Sie dort die ersten beiden Teile finden. Und natürlich auch die vergangene Webinarreihe. Da hatten wir auch nämlich vier Videos gemacht. Können Sie sich alles in Ruhe nach dem Webinar heute anschauen. Und ansonsten, wer AlgoCamp noch nicht kennt, kann sehr gerne unter Training Trading Partner weitere Informationen erhalten, wenn Sie hier auf AlgoCamp klicken. Dann bekommen Sie hier weitere Infos und natürlich auch dann nochmal Informationen zu der Webinarreihe. Ja, wie gesagt, ich freue mich auch heute Abend den Geschäftsführer begrüßen zu dürfen, Herrn David Varney, und werde jetzt auch sofort rüberschalten, damit wir auch anfangen können. David, wenn du soweit ready bist, dann kannst du loslegen. Super, vielen Dank für die nette Einleitung auf jeden Fall. Ich heiße Sie herzlich willkommen heute zum letzten Teil der Seminar- oder Webinarreihe Algo-Schule. Freut mich auf jeden Fall, dass ich heute die Ehre habe, mit Ihnen die nächsten, ja, circa 60 Minuten verbringen zu dürfen zu dem Leidenschaftsthema von uns, sage ich mal, Handelssysteme. AlgoCamp steht für Handelssysteme in jeglicher Form, für den MetaTrader, für den NinjaTrader und alles Mögliche, was sonst noch angeboten wird. Ja, wie schon erwähnt, mein Name ist David Warne und ich möchte Ihnen heute eigentlich noch mal ein bisschen detaillierter zeigen, was sind überhaupt Handelssysteme grob angeschnitten und wie kann ich sie selbst programmieren? Und was, denke ich mal, noch viel wichtiger oder interessanter ist, ist der Punkt, was steckt eigentlich für eine Arbeit dahinter? Also wie einfach kann ich mein Handelssystem programmieren? Wie ist das überhaupt aufgebaut? Wenn ich so ein bisschen zurückdenke an meine Startzeit in der Programmierwelt, sage ich mal, dann habe ich mich immer gefragt, hä, wie funktioniert das überhaupt, dass wenn ich irgendwo raufklicke bei irgendeinem Programm, dass er das macht, was er machen soll, in der Regel, wenn es gut läuft. Ich glaube, das Grundproblem ist, dass man sich sehr schwer vorstellen kann, wie spricht man überhaupt mit einem Computer? Wie sage ich ihm, was er machen soll? Und das ist so der größte Punkt, den man, glaube ich, erstmal überwinden muss oder einen Punkt, den man erstmal verstehen muss, um so wirklich die Logik eines Systems zu verstehen. Und dabei spielt es dann keine Rolle, ob wir ein Handelssystem programmieren oder ob wir eine Webseite programmieren oder irgendein anderes Programm. Die Logik, die Grundlogik, dieses Denken im Programm oder im Programmcode ist halt ziemlich speziell. Genau, heutiges Thema ist also, so programmieren Sie Ihr eigenes Handelssystem, Teil 3. Unser Chefprogrammierer, der Herr Lücke, hatte ja schon die zwei vorherigen Teile durchgeführt. Dort ging es so ein bisschen um die Basics, also was ist überhaupt alles so in einem Programmcode, was sind Variablen, was sind Funktionen und so weiter. In dem zweiten Teil ging es dann um den ersten eigenen Indikator. Das war so der langsame Schritt Richtung Handelssystem. In der Regel basiert ja jedes oder fast jedes Handelssystem irgendwie auf einem bestimmten Indikator. Egal, ob das nun für den Einstieg gemacht ist, für den Ausstieg oder für die Stopprechnung, irgendwie findet man sie dann doch immer wieder. Und heute dann nun die Königsklasse, sage ich mal, das eigene Handelssystem zu entwickeln. Was ist eigentlich heute so grob das Ziel?
Ich möchte Ihnen heute auf jeden Fall zeigen, wie überhaupt ein Handelssystem aufgebaut ist. Und zwar anhand eines einfachen Beispiels. Ganz beliebt, Durchschnitte kreuzen sich, der langsame kreuzt den schnellen, wir gehen long und andersrum gehen wir short. Das möchte ich Ihnen heute einfach zeigen, wie komplex von der Programmierung sowas zum einen ist, obwohl die Strategie eigentlich recht simpel ist. Und zum anderen möchte ich Ihnen natürlich auch zeigen, wie funktioniert überhaupt der Backtest. Den Punkt haben wir bisher noch gar nicht groß angesprochen. Backtests sowohl für Indikatoren oder auch für Handelssysteme. Ja, große Vor- und Nachteile. Was können wir überhaupt damit machen? Wofür brauchen wir einen Backtest? Wie einfach können wir ihn irgendwie denn doch umsetzen? Und ganz wichtig auf jeden Fall noch, der letzte Punkt, den ich dann noch später anschneiden möchte, ist die Unterschiede zu komplexen Systemen. Das heute ist vom Grundaufbau relativ simpel, wobei ich mir sicher bin, wenn Sie den Quellcode sehen von diesem einfachen Handelssystem, ist es für Sie nicht einfach, was total verständlich ist, weil selbst dort hunderte Zeilen Code existieren, nur um diese zwei Aktionen durchzuführen. Und ich denke mal, der Unterschied näher zu bringen oder zu verstehen, wie komplexe Systeme aufgebaut sind, die tausende von Zeilen Code haben, das hilft oder sollte Ihnen auf jeden Fall dabei helfen, ein gewisses Verständnis oder noch ein besseres Verständnis aufzubringen, worauf Sie auch später achten sollten. Wenn Sie zum Beispiel ein eigenes Handelssystem programmieren, ob mit wenig oder mit viel Geld, oder ob Sie zum Beispiel ein Handelssystem irgendwo erwerben oder programmieren lassen. Das ist einfach wissen, okay, ich kann vielleicht nicht hundertprozentig programmieren, aber ich weiß ganz genau, worauf es ankommt und worauf ich achten sollte. Ja, ziemlich viele Ziele für die eine Stunde, aber ich denke mal, im Groben bekommen wir das alles durch. Ich denke mal, selbstverständlich oder klar ist es, dass wir in den drei Webinaren, die jeweils eine Stunde laufen, Ihnen nicht komplettes Programmieren beibringen können. Ich denke mal, die Erwartung haben Sie in dem Fall auch nicht. Die Programmierung an sich oder der Beruf Trader, der Beruf Programmierer, ist ja ein IHK anerkannter Beruf, der über 3 Jahre in der Ausbildung läuft. Und das Ganze in 3 Stunden abzuhandeln, ist etwas sportlich. Aber mein Ziel ist es auf jeden Fall, oder unser Ziel ist es auf jeden Fall, Ihnen einfach den Einstieg zu gewähren. Vielleicht sagen Sie, ja, doch ganz interessant, oder Sie sagen einfach, okay, ich habe jetzt so einen großen, groben Überblick, programmieren möchte ich nicht, aber ich weiß wenigstens in etwa, wie das so läuft, was ganz sinnvoll ist. Beim Hauskauf macht es auch Sinn, einigermaßen zu wissen, worauf es ankommt, aber Sie müssen nicht zwingend auch ein Haus selbst bauen können. Kommen wir überhaupt erstmal zur Vorstellung. Wer bin ich überhaupt und wieso habe ich überhaupt das Recht oder nehme ich mir das Recht raus, Ihnen etwas darüber erzählen zu können? Ich bin seit der WOT 26 Jahre alt, wohne in Berlin und war 9 Jahre lang angestellt in einer Vermögensverwaltung. Und zwar in einer Vermögensverwaltung, die ausschließlich mit automatisierten Handelssystemen ihr Geld verdient hat. Kein manuelles Handeln, kein klassischer Fonds, wie man es kennt, sondern ausschließlich automatisierte Handelssysteme. Angefangen habe ich dort mit meiner Ausbildung zum Programmierer. Eigentlich wollte ich damals nur Programmierer werden, aber ich denke mal, Sie werden mich da verstehen, wenn man den ganzen Tag in einer Vermögensverwaltung arbeitet und sieht, wie die Handelssysteme automatisiert Geld verdienen an der Börse. Ein Thema, was für mich damals noch völlig fremd war. Dann leckt man sehr schnell Blut, wie ich immer gerne sage. Und daher hat sich dann das Interesse von mir über die Jahre ziemlich stark in dem Bereich Trading bewegt. Und das Ganze habe ich halt einfach parallel betrieben. Angefangen in der Ausbildung zum Programmierer, dann war ich ausgelernter Programmierer und habe immer weiter die Strategieentwicklung übernommen, habe die Projektleitung übernommen und am Ende dann halt ziemlich viele Handelssysteme von der ersten Idee bis hin zum fertigen Handelssystem betreut, programmiert, überwacht. Ja, seitdem ich auch 18 bin, trade ich auch noch manuell an der Börse und bin heute geteilt unterwegs. Das heißt, zur Hälfte trade ich immer noch manuell und zur anderen Hälfte arbeiten meine kleinen fleißigen Handelssysteme für mich. Ja, Ende 2015 hatte ich dann genug. Nach 9 Jahren in der Vermögensverwaltung wollte ich dann mehr erreichen, hatte viele Ideen, die ich realisieren wollte und habe daher dann AlgoCamp gegründet. Idee dazu kam Ende 2015 und dann im Februar 2016 sind wir dann offiziell an den Start gegangen.
Ansonsten, besonders nach der letzten WOT, kennen mich vielleicht die einen oder anderen. Ich bin seit 2 Jahren auf der WOT, auch als Referent unterwegs. Und seit sogar 2, 2,5 Jahren schreibe ich auch nahezu fast jeden Monat noch Artikel, Fachartikel für das Traders Mag zu diversen Themen. Natürlich hauptsächlich der automatisierte Handel, aber nicht nur ausschließlich. Wie sieht unsere Agenda heute aus? Zu Beginn würde ich erstmal die letzten Webinare nochmal zusammenfassen. Ich denke mal, die Informationen in den 2 Webinaren waren schon ziemlich groß. Da kann man sich nicht alles merken. Einfach nur, damit wir heute alle nochmal den gleichen Nenner haben. Nochmal einen kurzen Abriss. Was waren Variablen? Was sind Indikatoren? Was sind Funktionen, Methoden und so weiter? Danach geht es dann an unsere eigentliche Handelsstrategie. Dort definieren wir unser Handelssystem. Da haben wir schon mal was vorbereitet, ein fertiges Handelssystem. Da würde ich dann einfach zu Beginn gemeinsam quasi definieren, was wollen wir überhaupt machen, wie sehen unsere Einstellungen aus und beginnen dann mit der Analyse des Programmcodes. Das heißt, ich zeige Ihnen ganz genau im Code, wo macht das Handelssystem am Ende was, wieso macht es das und mit welchem Ziel macht es das. Der letzte Punkt dann der Backtest. Da kann ich, denke ich, auch nochmal ganz viel zu erzählen und das sollte auch ziemlich interessant sein, egal ob Sie am Ende sich dafür entscheiden, automatisierte Handelssysteme zu betreiben oder ob Sie einfach nur sagen, ich trade lieber manuell, aber dennoch möchte ich hundertprozentig wissen, wie meine Strategie oder ob meine Strategie überhaupt funktioniert. Gut. Beginnen wir mit der Zusammenfassung. Zusammenfassung der letzten Seminare oder besser gesagt Webinare. Von der Programmierung her müssen wir uns das so vorstellen, wir haben eigentlich nur ganz viel Text und wir sprechen mit dem Computer oder mit dem Handelssystem in einer gewissen Programmiersprache. Bei MetaTrader 4 ist es MQL4, bei MetaTrader 5 natürlich MQL5. Es gibt aber auch noch zahlreiche andere Programmiersprachen. Ich denke mal, so die gängigsten sind C++, Java, Perl. Das sind so die Programmiersprachen, die vielleicht viele oder einige von Ihnen schon im Studium hatten, während der Ausbildung oder sonst irgendwo mal gehört haben. Wir konzentrieren uns jetzt aber erstmal auf MQL4. Im Grunde genommen, die Basissachen, die Grundlagen aller Strategien sind gleich. Der Programmiersprachen. Jede Programmiersprache hat Variablen, jede Programmiersprache geht in einer gewissen Logik den Programmcode durch, alle haben Überprüfung. Im Grunde genommen kann man sagen, wer eine Programmiersprache beherrscht, der erlernt auch sehr schnell andere Programmiersprachen. Jede Programmiersprache hat halt einfach andere, Methoden und Funktionen, sage ich mal. Das heißt, im MetaTrader, im MQL4, haben wir zum Beispiel viele fertige Funktionen, wie zum Beispiel frage mir das High ab. Da sehen wir hier auf der Präsentation das High mit einem I in den eckigen Klammern. Allein mit diesem kurzen Befehl können wir den Hoch oder das High einer gewissen Candle abfragen. Das heißt, ich packe hier in das I zum Beispiel eine 5, dann würde ich das High der 5 letzten Kerze erhalten. Und im Hintergrund macht der MetaTrader ziemlich viel von uns. Wir müssen uns mal überlegen, wir hätten das nicht. Was müssten wir dann alles machen? Wir müssten erstmal die Daten besorgen, wir müssten die Daten auslesen, hätten dann erstmal nur Umsätze, müssten aus den Umsätzen Candles generieren und müssen dann durchzählen, jetzt die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte A, da ist meine Kerze und dann rechnen wir das High raus. Das ist ziemlich umständlich. Und daher macht die Programmierung im MetaTrader 4 ziemlich viel Sinn, da wir hier viel fertige Sachen schon vorgebaut haben. Wir können uns hier also komplett auf das Wesentliche konzentrieren. Um bei dem Beispiel zu bleiben, viele Programme oder viele Handelssysteme, die wir für Vermögensverwaltung oder für größere Firmen entwickeln, die können wir halt nicht im MetaTrader programmieren. Das liegt einfach daran, dass die größeren Firmen oder ab einer gewissen Summe gewisse Compliance-Richtlinien der Firmen intern einfach greifen. Das heißt, eine Vermögensverwaltung kann jetzt keine 20 Millionen
in den Metatrader stecken. Vielleicht einige, aber viele nicht, weil sie einfach ganz genau wissen müssen oder einen kompletten Einblick in den gesamten Code haben wollen, um zu wissen, was macht das Programm überhaupt. Bei MetaTrader haben wir natürlich nur eine begrenzte Einsicht. Wir wissen nicht, was macht der MetaTrader eigentlich genau im Hintergrund. Das soll Ihnen jetzt keine Angst machen, ist auf jeden Fall ein top seriöses Programm, aber die Compliance-Richtlinien von großen Vermögensverwaltungen, die schreiben das halt einfach zum Teil vor. Die wollen alles komplett wissen. Daher müssen wir dann in dem Fall quasi jedes Mal das Rad neu erfinden. Das heißt, wir fangen von der Oberfläche an, die wir entwickeln, wir bauen neue Charts und so weiter. Daher sehen Sie schon oder hören Sie schon ganz klar den Vorteil raus von MQL4, das sind einfach die Gegebenheiten, die wir da haben. Ich denke mal, ich gehe mal kurz aus die Folie raus und schaue mal direkt im Code nach für die Zusammenfassung. Nochmal kurz für alle. Den MetaTrader, wie Sie hier sehen, den haben Sie ja alle. Den haben Sie alle von der FXFlat runtergeladen. Entweder sind Sie eingeloggt im Live-Konto oder Sie haben ein Demo-Konto. Und links bei Exports unter Indikatoren sehen Sie dann die ganzen Export-Advisor. Entweder haben Sie schon welche gekauft, welche runtergeladen, kostenlose. Es gibt auch welche, die sind standardmäßig schon installiert. Und hier vorne sehen Sie an dem kleinen Symbol, manche Systeme haben einen gelben Punkt und manche Systeme haben einen grauen Punkt. Wo ist der Unterschied? Bei den Systemen mit dem grauen Punkt haben wir keinen Einblick in den Quellcode. Das heißt, wir haben zum Beispiel nur das Handelssystem irgendwo gekauft, heruntergeladen, aber der Entwickler möchte nicht, dass wir den Quellcode sehen. Das bedeutet, wir können sie nur anwenden. Wir können sie nur anwenden oder in einem Backtest testen. Haben wir ein gelbes Symbol, so wie hier zum Beispiel bei dem SMA Cross, den wir extra für heute programmiert haben, ist das Symbol gelb und das bedeutet, wir können ihn auch ändern von der Programmierung her. Dann machen wir einfach einen Rechtsklick drauf, drücken auf Ändern und dann kommt auch schon der Meta-Editor. Meta-Editor kennen Sie vielleicht noch aus den letzten zwei Webinaren. Das ist quasi die Entwicklungsumgebung für den MetaTrader. Alles, was wir programmieren, jede Zeile Code, entwickeln wir hier. Ob es ein Indikator ist, ein Handelssystem, ein Skript oder. Alles programmieren wir hier. Und hier ist auch die komplette Logik hinterlegt. Bevor wir jetzt genauer in das Handelssystem eingehen, würde ich nochmal gerne auf die Grundlagen nochmal zurückkommen. Und einfach mal mit einer Variable beginnen. Haben Sie, denke ich mal, auch alle gehört, aber wie gesagt, es waren so viele Informationen, das merkt man sich nicht einfach, gerade bei so einem komplexen Thema. Was ist eine Variable? Hier oben zum Beispiel sehen wir eine Variable, die trägt den Namen SMA Fast Periode. Was heißt eine Variable? Eine Variable ist im Grunde genommen nur ein Speicherort. Wir müssen dem System also gewisse Werte sagen und das Handelssystem muss sich diese Werte auch merken. Wenn wir zum Beispiel sagen, liebes Handelssystem, du sollst nur ein Lot handeln pro Position, dann geben wir das einmalig ein und möchten das ja nicht jedes Mal alle paar Minuten oder alle paar Sekunden erneut eingeben. Das heißt, das Handelssystem speichert sich das in eine Variable. Hier heißt die Variable Size und ist vom Datentyp ein Double. Es gibt verschiedene Datentypen, Integer sind einfache Zahlen, Double sind Fließkommazahlen. Es gibt auch Strings, das sind einfache Texte, Datetimes für Datum mit Uhrzeitangabe und so weiter. Aber in diesem Fall hier oben sehen wir, wir haben dem Programm gesagt, Size ist gleich 0,1. Das bedeutet, das Handelssystem darf pro Position nur 0,1 Lots eingehen. Und diese Variable wird dauerhaft gespeichert. Das Programm merkt sich das die ganze Zeit. Es gibt dauerhafte Variablen und es gibt auch temporäre Variablen. Temporäre Variablen wären zum Beispiel Werte, die wir nur für einen kurzen Moment benötigen. Zum Beispiel benötigen wir den aktuellen Kurs nicht in 5 Stunden noch. Jetzt benötigen wir ihn, um zum Beispiel eine Position zu öffnen, um sie zu schließen, um irgendwie Stopp zu berechnen. Aber später in 5, 6 Stunden ist uns das egal. Bei diesem System wollen wir eigentlich immer nur wissen, wo ist aktuell der Durchschnitt. Das ist also die Variable. Was ist eine Funktion?
Hier sehen wir zum Beispiel die Funktion onInit. Funktionen bedeuten im Grunde genommen oder recht einfach dargestellt, sind es gewisse Blöcke, die ausgeführt werden. Es gibt zum Beispiel, oder wir könnten uns zum Beispiel die Funktion sende eine E-Mail erstellen. Dort könnten wir also reinschreiben, Empfänger ist xy@test.de, Betreff ist das und das, schicke eine E-Mail mit dem Inhalt Position eröffnet oder ähnliches zum Beispiel. Dann müssten wir, also jedes Mal, wenn wir eine E-Mail abschicken oder abschicken wollen, müssten wir dann nicht jedes Mal den ganzen Code neu schreiben, sondern wir würden einfach diese Funktion aufrufen. Diese Funktion würden wir zum Beispiel nennen, sende E-Mail an mich. Und jedes Mal, wenn wir diese aufrufen möchten oder eine E-Mail schicken möchten, schreiben wir einfach nur diese Funktion auf und sie wird aufgerufen. Was hat das für einen Sinn? Wir sparen uns einfach Arbeit. Gewisse Aktivitäten müssen immer wieder durchgeführt werden. Es verringert auch die Fehleranfälligkeit. Nehmen wir an, wir haben 10-mal im Programmcode irgendwo die Befehle geschrieben, um eine E-Mail zu schicken. Und wir erkennen irgendwo einen Fehler, dann müssten wir in diesem Fall an 10 verschiedenen Stellen den Fehler wieder ausbessern. Vielleicht machen wir es nur an 9, den 10. haben wir vergessen. Ist natürlich ärgerlich. Dafür gibt es also die Funktion. David? Was haben wir noch? Faktorscheidung? Ja? Ganz kurz, hier gibt es ein paar Rückmeldungen bezüglich der Auflösung. Man kann leider nicht so ganz genau lesen, was da steht. Also die Wörter sind sehr klein. Besteht die Möglichkeit, die Auflösung zu erhöhen? Ich schaue mal kurz in den Einstellungen, aber das müsste eigentlich funktionieren. So, ist noch welcher? Man kann zwar auch hier in dem Programm auch die Auflösung entsprechend maximieren, aber... So müsste es, glaube ich, ein bisschen besser sein. Ich gehe nochmal auf den Code. Vielleicht mal kurz schreiben, ob das besser ist. Ja, wesentlich besser, ja. Gut. Ja, das ist das Problem, wenn man solche große Monitore hat, dann ist es etwas schwerer. Nee, ja, gut, super. Vielen Dank für den Hinweis. Kein Thema. Super, perfekt. Also, was haben wir noch? Wir haben noch Schleifen und Überprüfung. Überprüfung sind ein Instrument oder eine Funktion, die wir sehr, sehr oft brauchen, weil wir einfach gewisse Fallunterscheidungen haben. Zum Beispiel möchten wir wissen, haben wir schon eine Position? Wenn wir eine Position haben, möchten wir keine neue eingehen oder wir möchten nur eine gewisse Anzahl an Positionen eingeben. Wie ist die Uhrzeit? Möchten wir jetzt noch eine Position eingeben? Zum Beispiel viele Handelssysteme agieren nur in einem gewissen Zeitraum, zum Beispiel von 8 bis um 18 Uhr, weil dort die Vola vielleicht entsprechend ist und danach oder davor nicht so viel los ist und wir uns sagen, da möchten wir nicht handeln. Das alles sind halt Überprüfungen. Um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, wir haben hier die Überprüfung if is new bar gleich true. Was bedeutet das? Hier prüfen wir, ob wir jetzt eine neue Candle haben. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel im Zeitfenster 35 Minuten unterwegs sind, dann läuft das Programm oder das Handelssystem nur hier rein, wenn wir eine neue Candle haben. Das heißt, um 13 Uhr, um 13.30 Uhr, um 14 Uhr und 14.30 Uhr. Wofür brauchen wir das? In dem Fall brauchen wir diese Unterscheidung, weil wir den Durchschnitt nur alle halbe Stunde berechnen wollen. Wir haben halt einen Durchschnitt auf 30-Minuten-Basis und wir müssen die Berechnung nicht neu anstoßen, wenn es jetzt 14.21 Uhr ist oder ähnliches. Dafür gibt es Fallunterscheidung. Ein zweites praktisches Beispiel sind die aktuellen Orders, die wir offen haben. In dem Handelssystem möchten wir halt nur eine Position haben und wir möchten, wenn eine Position offen ist und wir ein Gegensignal haben, möchten wir die Position schließen. Daher haben wir hier die Überprüfung, if Orders total größer als 0, das bedeutet so viel, haben wir überhaupt eine Position offen? Wenn ja, dann schließe alle Positionen sofort. Denn hier haben wir wieder eine Funktion, orders total,
Und diese liefert uns die Anzahl der aktuellen Positionen zurück. Wenn wir also aktuell Short sind, die Durchschnitte kreuzen sich und zeigen auf Long, dann würde hier bei Orders total eine 1 dran stehen. 1 ist größer als 0, das bedeutet, ich schließe eine Position. Genau, das waren die Fallunterscheidung. Dann als letztes haben wir noch die Schleifen. Ich gucke mal, ob wir hier ein praktisches Beispiel haben für Schleifen. Haben wir jetzt in dem Fall nicht, aber ist auch relativ einfach erklärt. Schleifen sind, wie der Name ja schon sagt, sind Möglichkeiten, um etwas so lange zu durchlaufen, bis wir ein Ziel erreicht haben. Das heißt, wir könnten zum Beispiel unsere Positionen alle checken, die wir offen haben. Wir nehmen an, wir haben 5 Positionen und möchten jetzt die Position vom Euro-Dollar heraussuchen. Dann würden wir in einer Schleife so lange uns die Position angucken, bis wir das Ziel erreicht haben. Erste Position gucken wir uns an, ist der britische Pfund gegen den Dollar. Zweite Position ist der DAX. Dritte Position, zack, das ist der Euro-Dollar. Die Position haben wir gesucht. Das sind Schleifen. Das heißt, im Grunde genommen Aktivitäten, die so oft durchgeführt werden, bis wir ein Ziel erreicht haben oder bis wir alles durchgegangen sind und nichts gefunden haben. Genau, kommen wir endlich mal zum praktischen Teil, worum es ja heute eigentlich geht, und zwar das Handelssystem in der Strategiefindung und in der Programmierung. Mal kurz den Meta-Trader nochmal aufmachen. Wir haben für heute einen Durchschnitts-Expert-Advisor programmiert. Das heißt ganz klassisch, wir haben 2 Durchschnitte, einen schnelleren, den sehen Sie hier, das ist eigentlich mal recht nah am Kurs, und einen langsamen, der ist ziemlich weit entfernt, auch ziemlich träge. Das heißt, wir sehen hier, der Markt steigt, der Durchschnitt steigt auch noch, der Markt fällt ganz stark. Und der Durchschnitt bekommt es erst recht langsam mit. Also er steigt auch leicht, dann ist er in der Seitwärtsphase und dann beginnt er ganz langsam zu fallen. Das ist halt die Eigenschaft eines langsameren Durchschnitts. Was wollen wir denn heute handeln? Wir wollen heute das Kreuzen handeln. Das bedeutet, ich scrolle mal kurz nach oben. So, wir wollen die Punkte handeln, wo der Langsame den Schnellen kreuzt oder andersrum. Zum Beispiel an diesem Punkt. An diesem Punkt oder hier an diesem Punkt. Genau dann wollen wir immer handeln. Wir wollen entweder long gehen oder entweder short gehen. Wir sind immer investiert, weil entweder ist der langsame Durchschnitt über dem schnellen Durchschnitt oder andersrum. Es gibt nichts dazwischen. So, dann gucken wir uns nochmal kurz die Parameter an. Oder gucken gleich mal ins Handelssystem rein, was haben wir überhaupt genau gemacht. So, den Quellcode haben Sie ja schon mal ganz grob gesehen soweit. Ich rufe nun mal auf und wir fangen einfach mal ganz grob an. Was haben wir hier oben? An den 2 Slash erkennen Sie die Kommentare. Das heißt, das kann zum einen einfach eine Beschreibung sein oder, was ganz sinnvoll ist, einfach eine kleine Hilfe für den Programmierer. Denn wir möchten auch noch in 10 Jahren reingucken und wissen, ah, was machen wir überhaupt? Wir können jetzt also zum Beispiel hier unten, oder haben es auch schon hier unten hingeschrieben, SMA-Werte auslesen. Was machen die Funktionen? Ist auf jeden Fall hilfreich. Ist in dem ersten Moment immer etwas anstrengend, weil man eigentlich schnell programmieren möchte und schnell irgendwie Ergebnisse sehen möchte, und dann vernachlässigt man die Dokumentation so oft. Ist aber wirklich als gut gemeinter Tipp extrem sinnvoll. Ich meine, die Zeit, die Sie jetzt investieren, die sparen Sie später hinaus total. Das sind die Kommentare. Hier oben noch Copyrights, Links und Versionen. Ist nicht zwingend notwendig, hat auch keine Auswirkungen auf das System. Dann kommen hier die Variablen. Die hatten wir schon erwähnt. Wie tief ist die Periode vom schnellen Durchschnitt? Wie tief ist die Periode vom langsamen Durchschnitt? Wie viel Volumen dafür handeln, wie hoch ist der Stop-Loss in Pips. Das sind alles Werte, die Sie selbst ändern können. Wenn Sie also das System herausgeben, verkaufen, verschenken, wie auch immer,
dann kann jeder Benutzer, egal ob er den Quellcode hat oder nicht, diese Parameter hier ändern. Woran erkennen Sie das? An dem Input vorne. Alle Variablen, die vorne einen Input haben, können wir im MetaTrader ohne Änderung am Code auch ändern. Ich zeige Ihnen das ganz kurz. Wenn Sie hier also einen Chart offen haben, möchten den SMA-Cross EA anwenden, dann haben Sie oben den Reiter Eingaben. Und dort können Sie alle Parameter ändern, die wir gerade gesehen haben. Tiefe vom langsamen und schnellen Durchschnitt, Volumen und die Stop-Loss und Pips. So, gehen wir wieder zurück zum Quellcode. So, da sind wir wieder. Was haben wir noch? Wir haben noch die OnInit und OnDeInit-Funktionen. Nicht groß weiter darauf eingehen, aber die OnInit-Funktion, dort können wir alles reinpacken, was einmalig geschehen soll, wenn wir den Expert Advisor starten. Zum Beispiel eine Meldung ausgeben, hallo Trader, ich starte jetzt, oder in den Chart gewisse Sachen schreiben. Und in die OnDeInit-Funktion kommen dann die Infos rein oder die Aktivitäten, die durchgeführt werden sollen, wenn wir den EA wieder entfernen. Zum Beispiel Meldung ausgeben, ich beende jetzt, ich mache nichts mehr, oder alle Grafiken vom Chart entfernen, oder. In dem Fall konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die OnTick. Die OnTick, was macht die OnTick? Die OnTick wird aufgerufen, wie der Name schon erahnen lässt, bei jedem Tick. Also bei jeder Kursänderung, bei jedem neuen Kurs, der reinkommt, wird diese Funktion aufgerufen. Das heißt, würden wir hier eine Ausgabe reinpacken, Ausgaben packen wir mit Print rein und würden hier zum Beispiel die Uhrzeit eingeben oder wir würden den aktuellen Open, High, Low, Close reinpacken, dann würde jedes Mal, wenn ein neuer Preis reinkommt, würden wir diese Ausgabe sehen auf der Konsole. Die Konsole ist im MetaTrader eigentlich gar nicht so versteckt, aber wird nicht oft genutzt, da sie fürs manuelle Trading nicht so wichtig ist, sehen wir hier bei Experten. Hier bei Experten sehen wir alle Ausgaben von dem System. Genau, was machen wir in OnInit? Wir wollen ja also nur einen Durchschnitt berechnen, aber nur dann, wenn volle Candles vollendet sind. Zum Beispiel alle 15, 5, alle 2 Stunden, alle 4 Stunden. Das machen wir mit der SDU Bar. Wenn wir also eine neue Bar haben, dann beginnen wir mit der Berechnung von dem Durchschnitt. Wir haben hier in dem Fall 4 Durchschnitte. Fangen wir erstmal mit dem ersten an. Der erste schickt uns einen Double-Wert zurück, das heißt eine Fließkommazahl, wo der aktuelle schnelle Durchschnitt ist. Wie wird er berechnet? Wir haben hier den Indikator IMA. Das ist ein Standardindikator vom MetaTrader, der uns einfach einen Durchschnitt berechnet. Und damit diese Funktion uns den Durchschnitt berechnen kann, müssen wir ihm gewisse Werte übergeben. Wir sagen ihm zum einen, für welches Währungspaar sollst du uns Werte berechnen? Euro, Dollar, British Pfund. In dem Fall möchten wir die Berechnung immer für das aktuelle Währungspaar haben. Daher rufen wir hier Symbol auf und Symbol liefert den aktuellen Wert vom Chart. Das heißt, wenn wir den EA auf den Euro-Dollar-Chart anwenden, kommt hier automatisch auch Euro-Dollar zurück. SMA Fast Periods. Hier möchten wir einfach sagen, wie tief die Tiefe ist. Das ist halt ein Parameter von oben. Scrollen wir mal kurz nach oben. Hier haben wir halt gesagt 14. Das bedeutet, nutze die letzten 14 Candles und berechne daran deinen Durchschnitt. Dann haben wir hier unten noch Mode SMA. Das bedeutet, dass er halt einen einfachen Durchschnitt berechnen soll, den SMA. Wir haben natürlich noch den EMA, den THEMA und was es noch so für exotische Durchschnitte gibt. Price Median. Hier können wir halt sagen, woran sollst du deinen Durchschnitt berechnen? Am Open, High, Low, Close. Wir können hier auch Selbstwerte berechnen, wir können auch eigene Formeln erstellen, um den richtigen Preis für den Durchschnitt zu gewinnen und so weiter. Und zuletzt haben wir noch eine 1 und eine 2, das sehen wir hier viermal. Das Ganze machen wir jetzt viermal, was ich Ihnen erklärt habe.
zweimal für den schnellen Durchschnitt und zweimal für den langsamen Durchschnitt. Was macht die 1 und die 2 hinten? Mit der 1 rufen wir den aktuellen Wert, also den zuletzt berechneten Durchschnittswert ab und mit der 2 fragen wir den Durchschnitt von davor ab. Wieso machen wir das? Den ersten brauchen wir natürlich, um erstmal festzustellen, wo sind wir. Ich mache dafür mal den Chart auf, können wir uns das ein bisschen besser vorstellen. So, da haben wir ihn gleich. So, beispielsweise nehmen wir einfach den Wert hier, wo der Kurs stark fällt. Wir haben hier oben den langsamen Durchschnitt und hier unten den schnellen Durchschnitt und hier unten den langsamen Durchschnitt. In diesem Moment, der großen schwarzen Candle, haben wir den Wert 1. Das heißt, wir wissen jetzt, der letzte Stand war, dass der schnelle Durchschnitt über dem langsamen ist. Das heißt, wir sind long eingestellt. Wir möchten allerdings hier nur den Cross, also das in dem Moment, wo sich die Durchschnitte kreuzen, wollen wir handeln. Wir wollen jetzt zum Beispiel nicht einfach hier einsteigen und jetzt noch long gehen, weil das Kreuzen war schon vor zwei Tagen, nicht hier. Wir wollen also genau hier an der Kreuzung die Position eingehen. Wie machen wir es im Programmcode? Dafür haben wir die Betrachtung der des Durchschnitts vor zwei Candles, und zwar die zwei Werte hier. Wir haben erstmal die Überprüfung. Ist der aktuelle schnelle Durchschnitt über dem langsamen Durchschnitt? Ja, ist es in diesem Fall. Das bedeutet, wir sind prinzipiell long eingestellt. Aber jetzt kommt der Punkt. Ist der langsame Durchschnitt von davor kleiner als ist der schnelle Durchschnitt davor kleiner als der langsame Durchschnitt davor? Also genau andersrum. Wenn ja, dann bedeutet das, wir haben erst jetzt in dem Moment den Durchschnitt gekreuzt. Davor waren wir noch short eingestellt, wegen dieser Überprüfung. Aber jetzt, bei der aktuellen Betrachtung vom Durchschnitt, sind wir long eingestellt. Und genau in diesem Moment wollen wir eigentlich unsere Position eröffnen. Das bedeutet, was machen wir jetzt? Nicht sofort die Position eröffnen, sondern wir schauen erstmal, haben wir schon eine Position? Sind wir schon positioniert? Wenn ja, dann prüfen wir das hier. Order ist total größer als 0. Ja, wir haben eine Position, schließe sie erstmal. Und hier sehen wir auch ein großes Vorteil von MetaTrader oder von MQL4. Wir können hier eine Position mit einer einzigen Zeile und wenigen Zeichen schließen. Close Position as Market bedeutet, hau die Position sofort raus, egal zu welchem Preis. Ich will sie einfach nur loswerden. Zack, fertig. Mehr müssen wir nicht machen. Dann haben wir also keine Position mehr am Markt und wollen jetzt anfangen, die neue Position aufzubauen. Der Durchschnitt hat sich gekreuzt und wir wollen long gehen. Ganz einfach, wir rufen hier die Order-Funktion auf, sagen, wir wollen Buy rein, also Market Buy, sofort kaufen. Das war's. Die Position ist aktiviert. Das gleiche hier unten nochmal genau andersherum für die Short-Position. Bei der Short-Position muss natürlich der schnelle Durchschnitt unter dem langsamen sein und sollte es davor nicht gewesen sein, damit wir den Cross haben. Gleiches Spiel, haben wir eine Position? Ja, nein. Ich muss hier kurz etwas komplizierter runterscrollen. So. Haben wir eine Position? Wenn ja, stellen Sie glatt und danach gehen eine Short-Position ein. Das ist so der Hauptteil von dem System. Wir haben also geprüft oder wir berechnen den Durchschnitt, wir prüfen ständig, wo ist der Durchschnitt und führen dann die Aktion ein. Wenn wir also jetzt im ersten Fall aktiviert wurden, wir haben eine Long-Position, dann haben wir jetzt 14 Uhr, sind um 14 Uhr long gegangen, dann erfolgt die nächste Überprüfung bei Minute 30, bei 14.30 Uhr. Wir prüfen wieder, ist der schnelle noch über dem langsamen? Ja. Wir sind ja long eingestellt und prüfen dann nochmal, war er davor nicht long eingestellt? Falsch, wir sind auch schon davor long eingestellt gewesen. Das bedeutet, er macht hier nichts. Er macht halt so lange nichts, bis wir wieder einen Cross haben.
Und das ist ja genau das Ziel, was wir mit der Strategie haben. Nur Kreuzung handeln und nicht zwischendurch. Das heißt, wenn wir zwischendurch einen Stop-Loss erreichen oder die Position manuell schließen, dann macht er nichts. Er geht nicht sofort wieder rein, sondern er wartet ab, bis der nächste Cross da ist. Jetzt schauen wir uns das nochmal im Meter an. So. Da haben wir es nochmal. Die, nur mal kurz zur Erklärung, die rote gestrichelte Linie, das ist immer die Verbindung von einem Short Trade. Das heißt, hier unten links sind wir Short gegangen und haben die Position hier oben glatt gestellt. Und die blaue Linie bedeutet wiederum die Verbindung von Long Trades. Das heißt, wir sind hier oben Long gegangen, hier Short gegangen und hier oben wieder glatt gestellt, wieder Long gegangen und so weiter. Und zwar immer genau an den Kreuzungspunkten. Das heißt, hier unten nach dem Cross, hier nach dem Cross und immer so weiter. Was auf jeden Fall interessant ist an diesem Punkt, ist, dass wir sofort erkennen, wie schlecht eigentlich diese Kreuzungsstrategie ist. Vielleicht gibt es exotische Optionen oder Beispiele, die funktionieren, aber wir sehen hier, wenn wir uns die Trades mal wegdenken und wir haben nur die Durchschnitte, dann würden wir natürlich denken, oh klasse, hier diese große weiße Candle, wo es nach oben ging, die hätten wir super handeln können. Wir gucken weiter, oh, hier wieder ein Cross hier drüben, hier wären wir short gegangen, hätten einen dicken Gewinn mitgenommen und immer so weiter. Wenn wir es aber wirklich automatisieren und haargenau berechnen und wirklich schauen, wann haben wir den Kreuzungspunkt, dann sehen wir, wie verzögert der Durchschnitt eigentlich ist. Hier haben wir das beste Beispiel. Die Kerze ist extrem stark nach oben gelaufen. Und erst danach gab es den Cross von dem Durchschnitt. Und erst dort sind wir long gegangen. Wir sehen es ja hier auch sofort an den Trades. Verlust-Trade, 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 Verlust-Trade. So ist der Durchschnitt einfach aufgebaut. Ich kann Ihnen nochmal kurz die Performance dazu zeigen, bevor wir dann zu Traders kommen. Ich habe den jetzt hier einfach für ein paar Tage getestet, von Mitte 2016. Und das ist die Performance. So wie wir es auch gerade im Chart gesehen haben, wir haben angefangen mit 10.000 Euro, haben 0,1 Lot gehandelt und sind jetzt bei 9.550 in etwa. So laufen die klassischen Strategien. Gut, kommen wir zum Backtest. Ein ziemlich spannendes Thema. Das Ganze, was wir jetzt gesehen haben, die Performance-Kurve, oder die Einzeichnung der Trades im Chart, die stammen alle aus dem Backtest-System. Das ist nichts Neuprogrammiertes, sondern wir haben ja unsere Strategie schon programmiert als EA. Für den MetaTrader haben wir die Möglichkeit, ein EA auch noch zu backtesten. Das heißt, wir müssen nichts, keine einzige Stelle im Code gesondert programmieren, abändern oder ähnliches. Wir können das System einfach verwenden für einen Backtest. Der Backtest ist auch keine kostenpflichtige Funktion. Der MetaTrader von FXSplit hat es auch schon eingebaut. Der versteckt sich hier oben links. Das ist die Strategietester. Eine kleine Lupe auf dem Chart soll das, glaube ich, sein. Da klicken wir drauf. Und dann haben wir hier unten die Backtest-Einstellung. Was können wir hier alles machen? Wir können Indikatoren backtesten. Das heißt, wir würden im Anschluss einen Chart sehen mit unserem Indikator, den wir entwickelt haben. Oder wir können Handelssysteme backtesten. Zum Thema heute bleiben wir bei Expert Advisors. Wir können auswählen, welches Handelssystem möchten wir haben. Wir haben hier den SMA-Kurs. Wir möchten den Euro-Dollar handeln und möchten gerne wissen, wie würde das System laufen, wenn ich es vom 1. November bis heute zum 28. November laufen lassen würde. Dann stellen wir noch ein bisschen was ein. Wir möchten das Ganze auf Stundenbasis haben, weil es unser Zeitraum ist, wo wir gerne unterwegs sind, können ja alles Mögliche durchtesten und gehen dann zu den Einstellungen. Und zwar zu den Einstellungen, die wir jetzt schon im Quickbot gesehen haben. Wir möchten, dass der schnelle Durchschnitt eine Tiefe hat von 10. Der langsame Durchschnitt soll eine Tiefe haben von, bleiben wir mal, damit wir auch was sehen, bei 50.
und maximal eine Size von 0,1 Lots. Das ist erstmal in Ordnung. Stop-Loss haben wir nicht aktiviert. Bestätigen das. Und dann haben wir noch eine Funktion, die sehr hilfreich ist, und zwar ist das hier visuelle Modus. Wir haben also zwei Möglichkeiten. Wenn wir den abhaken, dann macht das System was, ohne dass wir die Trails im Chart sehen. Das heißt, der arbeitet kurz und dann im Anschluss sehen wir hier unten in einer Tabelle alle Trails. Das heißt, wann wurde eine Position eröffnet, wann ist er short gegangen, wann hat er sie geschlossen, wann ist er long gegangen, welches Volumen, zu welchem Preis, wie viel Gewinn oder wie viel Verlust hat er gemacht. Das alles sehen wir halt hier in der Tabelle. Was wir auch erhalten, ist das Diagramm, also die Performance-Kurve und noch diverse andere, und noch diverse andere Kennzahlen. Das haben wir nämlich in dem Bericht. Das ist sehr sinnvoll. Hier sehen wir, wie hoch ist der maximale Drawdown, wie viele Trades haben wir gemacht, wie groß war der größte Gewinn, wie groß war der größte Verlust. Das ist halt ein ganz großes Instrument, um überhaupt erstmal zu testen, wie ist meine Strategie überhaupt profitabel. Es könnte ja sein, dass Sie irgendwo in einer Zeitung, in einem YouTube-Video sehen, 10er-Durchschnitt mit dem 50er-Durchschnitt zu handeln, das ist extrem profitabel. Sie glauben das und handeln vielleicht los. Aber Sie haben gar nicht zu 100% die Gewissheit, ob das überhaupt funktioniert. Und diese Gewissheit können Sie sich halt durch einen Backtest sofort holen. Und dabei ist es wirklich egal, ob Sie später sagen, okay, ich habe jetzt das Backtest-System, die Strategie funktioniert, dann können Sie immer noch sagen, Sie handeln das manuell. Aber für die Bestätigung, dass ein System profitabel ist, ist halt ein Backtest-System enorm, enorm wertvoll. Wir möchten aber noch ein bisschen mehr sehen. Wir möchten halt den Chart von hier oben haben und möchten durch den Chart scrollen und sehen, wo ist eine Position eingegangen. Wir möchten aber nach hinten scrollen und gucken, okay, hier ist der Short gegangen, hier ist der Long gegangen, hier ist der Short gegangen und möchten das genau analysieren. Denn wenn die Strategie nicht profitabel ist, können wir entweder sagen, okay, schmeißen wir weg, brauchen wir nicht. Oder allerdings wir sagen, okay, woran liegt's? Wieso macht er so viele Verluste? Ist die Tiefe vom Durchschnitt nicht okay? Soll ich vielleicht noch neue Indikatoren hinzufügen oder? Deswegen aktivieren wir jetzt hier in dem Fall den visuellen Modus und können hier noch die Geschwindigkeit angeben. Ich stelle es mal etwas langsamer, damit Sie den Effekt auch merken. Ich starte jetzt den Test hier oben, lädt er kurz die historischen Daten, verarbeitet sie und jetzt sehen wir hier, wie den Markt simuliert. Am Datum erkennen wir, wir haben den 31. Oktober, 22 Uhr und er testet jetzt durch. Man muss sich das so vorstellen, dass das Backtest-System mit den ganzen alten Daten gefüttert wird. Es bekommt jeden einzelnen Kurs von damals und simuliert quasi den Echtmarkt. Jetzt ist es ziemlich langsam. Ich erhöhe mir etwas die Geschwindigkeit und schiebe den Regler etwas rüber. Jetzt gucke ich nochmal oben im Chart nach und jetzt sehen wir schon mal, dass der Markt sich viel schneller bewegt. Wir sehen also hier, er flackert etwas schneller hin und her. Ist uns noch zu langsam, stellen wir noch etwas schneller auf Maximum. So, schnell nach oben scrollen. Und jetzt sehen wir schon, dass der Markt viel schneller durchgeht. Er hat viel schneller die Candles, die Durchschnitte und führt dann seine Aktion durch. Es sollte eigentlich auch nicht lange dauern, dann kommen die ersten Trades. Aber so haben wir halt die Möglichkeit, die erste Position, die eingegangen ist. Wir können also hier live verfolgen, wie bewegt sich der Markt. Wir sind also erst eine Short-Position eingegangen, wurden ausgestoppt, haben dann sofort eine Long-Position aufgebaut, wurden auch ausgestoppt, haben jetzt wieder eine Short-Position auf. Wir sehen an der grünen Linie, wo sind wir reingegangen, wo gehen wir raus, haben halt unendlich viele Möglichkeiten. Wir können jetzt natürlich auch sagen, okay, das funktioniert nicht, das ist nicht profitabel, dann können wir das einfach beenden. Und mit dem Stopp, entweder ist er am Ende angekommen oder wir unterbrechen es, dann sehen wir auch die Indikatoren im Chart. Also alle Indikatoren, die wir programmiert haben und die wir auch verwenden. Und hier sehen wir ganz genau, hier gab es ein Cross, hier gab es ein Cross, hier ein Cross und hier. Alle haben wir gehandelt. Wir können also sagen, okay, technisch haben wir alles sauber programmiert. Es agiert genau so am Markt,
wie wir wollten. Und jetzt können wir anfangen, weitere Indikatoren hinzuzufügen. Wir haben halt hier noch den Chart und sagen einfach, wir möchten jetzt dazu noch den ADR, packen den mit rein, warten kurz und haben wir halt hier unten den ADR. Und können dann vielleicht anhand des ATRs noch Aussagen generieren, indem wir jetzt sagen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber nur als Beispiel, okay, wenn der ATR größer ist als 20, dann gehe ich keine Position an. Das könnte man dann wieder programmieren und durchtesten. So lange, bis das System halt profitabel ist oder bis wir damit zufrieden sind. So, gucke ich nochmal kurz zurück auf die Folie. Wir haben soweit erstmal alles durch. Programmierung des Systems, Backtest. Haben wir jetzt noch 10 Minuten, deswegen würde ich eigentlich die Zeit noch gerne nutzen, um auf die Fragen einzugehen. Ich schaue mal durch, was noch so offen ist. Genau, für die Auflösung tut mir auf jeden Fall leid. Ich habe hier, glaube ich, einen, was ist das, glaube ich, 37 Zoll Breitbild-Bildschirm. Ich habe da zum Teil auch selbst ab und zu Probleme, alles zu erkennen, aber macht Sinn, wenn man viele Sachen gleichzeitig sehen möchte. Aber was ich auf jeden Fall für das nächste Mal Bescheid, vorher die Auflösung anzupassen. Ich gucke nochmal so weit weiter die Fragen durch. Ist new bar eine Standardfunktion? Können wir ganz einfach nachschauen. Ich gucke nochmal in den Code rein. So. Hier haben wir die Funktion. Dann schauen wir mal, ob wir hier unten irgendwo ist new bar verwenden. Da haben wir sie. Nein, ist new bar ist keine Standardfunktion. Sie ist halt selbst programmiert. Können wir gerne mal kurz durchnehmen. Die Funktion gibt halt ein Bool zurück, das heißt ein True oder ein False, also ein es ist wahr oder ein es ist nicht wahr. Was macht er hier? Er überprüft die aktuelle Candle und guckt, ob die aktuelle Candle sich einfach geändert hat zum letzten Wert. Ja, sie hat sich geändert, dann speichern wir uns den aktuellen Uhrzeitwert und wissen ganz genau, wenn die Uhrzeit sich wieder ändert, haben wir eine neue Candle. Also wir haben eine neue Candle und geben ein True zurück. Wir haben keine neue Candle und geben ein False zurück. Also keine Standardfunktion. Aber auch recht einfach selbst programmiert. Gut, ich schaue nochmal weiter durch die Fragen. Genau, ist new bar, haben wir gerade gesehen. Kam nochmal die Frage. Kann man mit dem Metatrader 4 in einem Indikator EA auf die Bars verschiedene Zeiteinheiten zugreifen, zum Beispiel eine Minute, 5 Minuten und 60 Minuten? Ja, ist etwas komplizierter, aber auch kein riesiger Kopfstand. Und zwar haben wir ja oben die OnTick-Funktion. Ich gehe mal kurz an. Hier geht er rein, jedes Mal rein, wenn wir einen neuen Preis haben. Das heißt, 20 mal eine Sekunde, 2 mal eine Sekunde, wirklich jedes Mal, wenn sich der Preis ändert. Und wir können halt hier, anstatt ist new bar, einfach überprüfen, wo die aktuelle Uhrzeit ist. Wir können also zum Beispiel sagen, ist jetzt 10 Uhr, ist jetzt 10.05 Uhr, 10.10 Uhr, 10.15 Uhr. Dann können wir also auch auf 5 Minuten, auf 10 Minuten und so weiter zugreifen. Und wir können auch auf Zeitebenen zugreifen, die der Metatrader an sich im Chart gar nicht anbietet. Zum Beispiel 3 Minuten, 21 Minuten, 65 Minuten und so weiter. Das können wir halt alles über die OnTick steuern. So, ich gucke mal die Fragen weiter durch. Ich glaube, von den Fragen, die jetzt gestellt wurden, ist erstmal alles beantwortet. Ja. Falls noch Fragen da sind, gerne her damit. Da waren zwischendurch noch Fragen, wo man die Aufzeichnung findet. Habe ich bereits in den Chat reinkopiert. Schauen Sie da mal rein, da ist der Link drin. Dann nutzen Sie die Möglichkeit, wenn Sie noch Fragen haben. Hat man ja nicht alle Tage den Geschäftsführer von einer Programmierfirma hier. Ja, scheint aber nicht so zu sein. Ja, schön.
alles beantwortet. Prima. Ich denke, ja, mit den ganzen Informationen, auch aus den anderen beiden Teilen, hat man schon einen sehr guten Einblick gehabt in die Thematik Programmierung in MetaTrader. Und wenn da im Nachgang noch Fragen auftauchen, sehr gerne sich an uns oder an AlgoCamp wenden. Informationen zu AlgoCamp, wie gesagt, schon am Anfang gezeigt, finden Sie auch bei uns auf der Webseite. Ansonsten, David, kannst du natürlich sehr gerne deine Webseite kurz nochmal zeigen, wo man euch findet. Ja, sehr gerne. Genau, entweder auf bei FXWelt nachgucken oder den Partnern oder direkt auf algo-camp.de gehen. Hier haben wir eigentlich ein paar Informationen zu Handelssystemen an sich niedergeschrieben. Was ist möglich? Was kann man alles machen? Was gibt's für Arten von Handelssystemen? Also wer zum Beispiel eine Idee hat und sie programmieren lassen möchte, der kann einfach hier auf Handelssystem programmieren lassen klicken, kann dann dort seine Wünsche eintragen. Zum Beispiel, er möchte jetzt eine Strategie ähnlich wie dem Durchschnitt cross handeln lassen. Dann trägt das hier einfach kurz ein. Je nachdem, wie man drauf ist, entweder schreibt man hier schon alles fest nieder oder man vereinbart einen Telefontermin. Dann können wir die individuelle Programmierung einfach durchführen und gemeinsam erarbeiten. Oft weiß man nicht ganz genau, okay, was möchte ich überhaupt genau? Was muss ich alles definieren? Also da wirklich keine Angst haben. Wenn Sie nicht genau wissen, was wir für Informationen benötigen, einfach anschreiben, einfach anrufen. Wir beißen in dem Fall nicht. Ansonsten natürlich für die, die keine fertige Idee haben, haben wir auch fertige Handelssysteme. Das heißt, die Strategie ist fertig definiert, die Strategie ist fertig programmiert. In dem Fall muss man quasi nur das Handelssystem in dem MetaTrader anwenden und handeln lassen. Wir haben zum Beispiel aktuell den FX Launch und den Cookie Trader im Angebot. Das sind zwei Handelssysteme für den Euro-Dollar mit jeweils auf 30 Minuten und auf 35 Minuten aktiv. Hier haben wir halt so die Politik, dass wir enorm transparent sind. Das heißt, wir sind halt eine Firma, wir sitzen in Berlin, wir sitzen nicht in Zypern oder sonst wo und veröffentlichen auch regelmäßig Updates. Wir haben halt immer Quartal-Updates zu den Ergebnissen, wo wir auch wirklich Stellung beziehen. Also wir verstecken uns nicht, wenn wir einen Verlust haben oder ähnliches, sondern sind hier wirklich sehr transparent, was glaube ich in dem Bereich ziemlich wichtig ist, gerade in dem Bereich Finanzen. Genau, ansonsten mehr Fragen, uns einfach anrufen, anschreiben, wir sind immer offen. Da ist eine Frage zu dem Cookie Trader EA, ob das ein Trendfolgesystem ist. Nee, der Cookie Trader ist eher Kontratrend eingestellt. Genau, ist kein direktes Trendfolgesystem im klassischen Sinn. Ne? Okay, prima. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, dann bedanke ich mich natürlich einmal bei Ihnen für die Teilnahme und selbstverständlich auch bei David für die Webinarreihe. Wieder sehr, sehr gelungen, wie auch die erste Webinarreihe. Und ich denke, dass wir dann auch im nächsten Jahr weitere Webinare zusammen hier machen werden und anbieten werde. Ich verabschiede mich schon mal von Ihnen, wünsche noch einen schönen Abend. Wie gesagt, Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Den Link dazu, wo Sie das finden, habe ich in den Chat reinkopiert. Ansonsten kurz bei uns nochmal nachfragen oder auf die Webseite gehen. Und David, dir wünsche ich natürlich auch noch einen schönen Abend und überlasse dir das letzte Wort. Ja, vielen Dank dafür. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern. Freut mich immer wieder, wenn wir so viele Leute in das Thema heranbekommen. Es ist natürlich extrem kompliziert, also schämen Sie sich nicht dafür, wenn Sie jetzt nicht alles verstanden haben. Das ist total normal, weil es wirklich ein extrem komplizierter Bereich ist. Sowohl Trading ist komplex, als auch Programmierung ist komplex und wir versuchen halt immer wieder beides zu verbinden und das ist dann nochmal komplexer. Von daher bedanke ich mich da auf jeden Fall. Ich rede immer gerne wieder über das Thema. Bedanke mich auch für die schöne Zusammenarbeit und ich denke mal auch, dass wir spätestens im neuen Jahr wieder ganz tolle, neue, interessante Webinare gemeinsam anbieten. Und von daher Ihnen allen einen schönen Abend und erfolgreiche Trades. Tschüss.